Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und Step by Step hier in unserer Jagdhütte, die wir vor ein, zwei Folgen angefangen haben. Und ihr habt mich in den Kommentaren auf den Keller hingewiesen, den ich irgendwie schon wieder völlig verdrängt hatte. Die Frage ist, was nutzen wir da jetzt für eine Treppe? Ich bin gerade noch nicht so ganz im Reinen damit, wie das jetzt werden soll. So vielleicht. Passt es da hin? Nee, wenn, dann... Moment. So kann es passen. Frage ist nur, wo? Ich schau mal hier. Ja. Sieht toll aus. Sollten wir auf jeden Fall so machen. Okay, die Treppe können wir an der Stelle auf jeden Fall nicht benutzen. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen komisch. Weil wir ja hier so ein bisschen den Jagdhütten-Style haben, wäre vielleicht so eine Leiter nicht schlecht, oder? So wie so ein geheimer Keller praktisch. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Können wir hier drunter eine Wand platzieren? Nee, war mir fast klar. Aber hier könnten wir es rein theoretisch. Die Frage ist dann, wie viel Platz haben wir hier noch? Ich meine, der Keller ist groß, da hat man an sich Platz, aber wir wollten ja hier eigentlich ein schönes Häuschen draus machen. Und hier zerstört sich gerade uns die Küche. Das wäre jetzt irgendwie nicht so gut. Wo machen wir das denn am besten hin? Ich hätte gern wie so ein geheimes Bücherregal und dann einfach nur so hin platzieren. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es auch nicht so ganz. Ich glaube, wir bauen einfach was an. Am Ende, wen juckt's, wisst ihr? Moment mal. Hier haben wir jetzt unsere Kirchenoptik. So, wenn wir einfach... Nee, ich dachte gerade, vielleicht bauen wir einfach genau hier an diesem Stück was an. Aber genau da steht die Treppe, da kommen wir nicht hin. Das ist blöd. Da will ich auch keine Tür oder so einbauen, wenn dann irgendwie hier hinten... Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach mal das Stückchen ein Stück weiter. Dann kommt jetzt einfach eine Tür rein, statt irgendwas anderes. So. Das kommt hier drumherum. Das kommt weg. Und vom Dach her ziehen wir jetzt einfach hier so ein ganz kleines Dingel hin. Dich hier. Okay. Ich habe vergessen, dass wir hier oben keine Wand haben. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Aber dann machen wir einfach das Dach hier hin. Müsste eigentlich auch passen. So. Ihr habt mich letztens auch in den Kommentaren gefragt, wie ich das mit dem Dach mache. Also hier eigentlich ganz offensichtlich. Das der Dachneigungsregler. Und dann ziehe ich das einfach runter. Und dann ist das Dach hier neigt. So, mir gefällt jetzt gerade nur die Kante hier nicht. Die finde ich wirklich nicht so schön. Müssen wir vielleicht doch gucken, dass wir das bis hier durchziehen. Aber auch da haben wir denn die Kante drin. Das taugt mir nicht. Warum ist das so? Ich finde das nicht gut. Was machen wir denn da jetzt? Das Dach wird damit auch nicht schöner, ne? Haben wir auch hier die Kante. Könnten es jetzt zwar so ganz flach machen, aber am Ende bleibt scheiße, wisst ihr? Das wird nicht hübscher. Ich versuche mal, das jetzt hier nochmal irgendwie so reinzuziehen. Aber es geht nicht tiefer. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Vorsprung. Aber ich glaube, das gefällt mir von allen Varianten immer noch am besten. So, streichen wir mal das Stück hier. So. Muss hier irgendwas gestrichen werden? Ich habe keine Ahnung, es ist so flach. Ich wette fast, hier muss gar nichts gestrichen werden. Wirkt auf jeden Fall so. So, jetzt haben wir hier jedenfalls einen Anbau. Wartet, wir müssen hier mal auch noch das Dingel föhnen. Sehr schön. Wo wir hier eine Leiter runterbauen können. Ist hier unten eigentlich jetzt noch Keller? Ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht müssen wir den Keller an der Stelle auch noch vergrößern. Ja, schau mal einer, guck. So, Leiter wieder weg. Keller, whoopsi. So, das Stück muss jetzt auch noch einen Keller kriegen. Und dann versuchen wir es hier nochmal mit der Treppe. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist der Unterschied hier zwischen... Achso, die sehen einfach ein bisschen anders aus. Ich glaube, dann macht die hier am meisten Sinn, oder? Können wir die hier einfach so runterbauen? Kommen die Sims da jetzt ran? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob die da hinkommen. Könnte schwierig werden. Ich bin mir unsicher. So, wir schnappen uns auf jeden Fall hier erstmal die Tür. Und versuchen, die mal hier einzubauen. Das Problem ist jetzt auch wieder, wir können die Tür nicht in die Mitte platzieren. Das heißt, also sagt mir im Prinzip, die Sims kommen da lang. Aber ich muss auf meine Küchenzeile verzichten.
manchmal geht mir das voll auf den Keks. Warum? Ich will nicht auf meine Küchenzeile da verzichten. Na gut, dann mache ich da vielleicht den Esstisch hin. Ja, komm, da kommt der Esstisch hin. Alles wird gut. Wir lassen das jetzt so. Das ist schon hübsch. Ja, komm, lass mal so. Hier unten haben wir jetzt den Keller. Dann schauen wir mal, wie wir hier so die Wände von A nach B ziehen. Würde ich sagen, machen wir das hier mal so als... Tada, wir sind da. So, und falls jemand diesen krassen Raum entdeckt, ja, und hier überhaupt die Leiter runterkommt, wäre ich dafür, dass wir noch ein Bücherregal einbauen. Damit derjenige denkt, oh, ich habe ein Bücherregal gefunden. Voll gut. So, dann haben wir hier nochmal so den... Warte, schließe. Ist nochmal hier so eine kleine Abgrenzung. Die Frage ist, was bauen wir jetzt hier in den Keller ein? Wir haben so viel Platz. Was machen wir jetzt hier? Fenster haben wir nicht. Wir könnten rein theoretisch hier nochmal ein großes Schlafzimmer draus machen. So, haben wir einen Raum. Und nu? Haben wir hier ein schönes großes Bad? Und den Rest als Flur? So? Keine Ahnung, wie so eine riesige Bibliothek oder so? Ich glaube, das machen wir einfach mal. Wir machen hier mal so ein Drei-Sterne-Apartment nach unten. Wie so einen kleinen Bunker. Nur in teuer und prunkvoll. Ich hätte gerne irgendwie so eine krasse Tür, aber doppelt passt hier wieder... Wow, das ist auch eine krasse Tür. Doppelt passt hier wieder so schlecht. Ist da was? Wir machen einfach zwei Türen. Wir sind krass drauf. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich überlege noch. Einfach nur irgendwie eine Tür. Ich glaube, die Variante gefällt mir besser. Die Variante gefällt mir tatsächlich besser. So, ich schnapp mir mal hier die Farbe. Und dann lächeln wir diese Tür hier mal an. So, haben wir jetzt auf beiden Seiten dieselbe Färbung. Das wäre ganz toll. Sehr schön. Dann gehen wir hier auch gleich mal aufs Bücherregal los. In der Hoffnung, dass es mit dem Holz gut ausschaut. So. Ja gut, mehr Auswahl hatten wir da nicht. Alles klar. So, wie sieht das Bücherregal jetzt aus? Da bin ich jetzt immer noch nicht richtig schlauer. Alter, warum stockt denn das gerade so? Boah. Leck des Todes. Komische Sache das. So, die Leiter färben wir mal auch noch ein. So, die ist jetzt komplett in unserer holzigen Farbe. Sehr schön. Dann machen wir mal hier unten gleich den Fußboden rein. Würde ich jetzt so längst machen, aber ich will auf jeden Fall den Farbton auch vom Bücherregal hier aufgreifen. Den Boden möchte ich an sich vom Holz her so lassen. Ich möchte eigentlich wirklich nur die Farbe anders setzen. So. Und ich würde gerne halt an manchen Stellen ein bisschen heller werden, an anderen eher nicht so. So, aber wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Varianz drin. Sonst sieht es schnell ein bisschen komisch aus. So. Ja gut, machen wir jetzt einfach so. Ist jetzt nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber kann man trotzdem durchaus machen. Ja, doch. Machen wir so. Badezimmer. Was machen wir da Schönes? Einfach nur so irgendwie einen Steinboden? Ich weiß nicht, irgendwie muss hier mehr hin. Aber was? Mauerboden. Ich finde die hier eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ich überlege gerade, ob ich alles einfach weiß mache. Dann haben wir einfach, aber es sieht aus wie ein Schwimmbad. Vielleicht lieber hier wieder in den Brauntönen. Das hat mir nämlich eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Okay, das sollten wir vielleicht ändern. Noch ein bisschen brauner. So. Machen wir den mal so. Finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Mauern, Felsen. Nee, Fliese. Wo ist die Fliese? ich hätte gerne hier auch so ein bisschen das mit Mosaik ergänzt. Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das dann gefällt. Ich packe das erstmal hier drauf. So, das haben wir bis jetzt ganz gut gelöst. Okay, das Krater kriegt den kompletten Weißunterton. Und das ist einfach nur so ein Stück. Ach nee, das ist das Dingel. Ja, eigentlich auch. Wir lassen es jetzt genauso, wie es ist. Ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt.
So, sind jetzt natürlich ziemlich viele Fliesen. Es ist sehr viel Mosaik. Aber... ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es... so, auf der einen Stelle sah es nicht schlecht aus, aber jetzt ist es mir irgendwie schon wieder zu viel. Lieber große Fliesen? Hm. Oder was ganz anderes? Okay, die Steine, die sind ja auch ein bisschen... okay, die finde ich eigentlich gerade gar nicht... das finde ich gut. Ohne Witz, das finde ich gut. Das machen wir jetzt mal so. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder was das darstellen soll, aber das machen wir. Betonplattenmauer. Ja, ist total toll. Passt zu unserer Bunkeroptik. Täfelung. Ich hätte hier gerne unten eine Täfelung dran. Die gefällt mir richtig gut. Warum habe ich die vorher noch nie entdeckt? Macht mich glatt ein bisschen traurig. Wir schnappen uns jetzt hier mal die Farbe und geben die mal hier noch zu dem unteren Teil. Damit sich das ein bisschen mehr anpasst. So, jetzt müssen wir mal rauskriegen, welcher das ist. Die Mitte war das jetzt hier, oder? Ja. So, wir nehmen auch mal den mittleren Teil. Und das Weiß hier, also das Grau machen wir mal weißer, weil richtig weiß ist das hier momentan noch nicht. So. Grau, komm mal her. Muss ein bisschen heller werden. Ja, so ist schick. Dann sehen wir hier unten auch mehr. Und einmal komplett vertäfeln. Wunderschön. Und fürs Schlafzimmer hier unten hätte ich gerne auch eine Vertäfelung. Auch gerne wie hier richtig dunkel, richtig urig. Einfach so, dass man sich wirklich ohne Fenster fühlt. Das ist am Ende der Geschichte der Plan. Ich gehe mal zu Anstrich. Also ein bisschen Muster fände ich gar nicht so verkehrt. Ich schaue mal, ob ich das jetzt hier in Weiß hinkriege und ob mir das in Weiß gefällt. Ist er mit Grau abgesetzt? Hm. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier rotstichig, aber ich weiß nicht, was es ist. Da sollten wir auf jeden Fall mal den Farbton schnappen. Und rauskriegen, was es ist. Okay, jetzt hat er sich hier einfach verloren. Schön auf der Tapete bleiben. Ja, sehr gut. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur die richtige Farbe finden. Okay, die war es nicht. Die ist es, glaube ich, ne? Hm. Ich bin ein bisschen unsicher. Ich glaube tatsächlich, die hier ist es. Ah, es sieht irgendwie alles so danach aus. Vielleicht färben wir einfach alle ein. Dann haben wir da am wenigsten Probleme. So, Holz lad mal durch. Und dann schnappen wir uns jetzt einfach hier von allem die Farbe. Dann dürfte das nicht mehr ganz so rotstichig sein, aber es ist irgendwie immer noch rotstichig. Ist ja merkwürdig. Okay, abhaken. Und dann verteilen wir das mal hier an der kompletten Wand. Okay, das Muster ist echt viel, ne? Vielleicht machen wir das mal nur hier auf der Seite. Und halten sonst zu dem Muster eher ein bisschen Abstand. Weil irgendwie ist es ja noch schon ein bisschen doll. So, wir gehen mal hier wieder ins Weiß. Und lassen das erstmal in dem Weiß. Vielleicht färben wir später nochmal anders ein, aber jetzt erstmal lassen wir es so. Ich weiß nicht, ob mir dieses Muster gefällt, ne? Ich mach das erstmal weg. Und dann bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich hätte ja eigentlich gerne auch wieder einen Holzfußboden drin. Ich glaube, der ist hierfür echt gut. So, ich färbe das jetzt einfach mal komplett hier drüber. Obwohl mir der Boden eigentlich gefällt, wie er ist. Oh Mann, immer dieser Struggle. Nee, komm, gib mir mal nur die Farbe hier. Und dann setzen wir das jetzt einfach alles nur in die Töne. Dann sind wir da am Ende, glaube ich, besser bedient. Aber ich hätte das gerne noch ein bisschen dunkler an der Stelle. So, das vielleicht wieder ein bisschen heller. Das wieder ein bisschen dunkler. So, wie sieht es jetzt am Ende aus? Ja, da ist wenigstens ein Farbunterschied drin. Das gefällt mir schon mal gut. So. Aber sogar ein bisschen dunkler unterwegs. Ja, gefällt mir doch jetzt gar nicht mal so unübel. Vor allem auch die Glastür mag ich sehr gerne. So, ich kann mich hier gerade irgendwie nicht bewegen. Hallo? Okay, mit den Maustasten geht's besser. Das Gefühl, er meckert nur bei der Maus. Also am Spiel selber liegt es gar nicht. Das läuft total flüssig. Aber die Maus... stirbt. Die Maus stirbt hier gerade ihren hellen Tod, ey.
Gut, dann versuche ich jetzt einfach hier nur mit den Tasten zu drehen. Was? Ich wollte gar nichts. Was? Möchte ich beenden? Nein. Okay, Tasten sind vielleicht auch keine gute Idee. Ach du Heilige. Ich schnappe mir nochmal eine Tür von hier oben, weil Richtung Badezimmer möchte ich nicht unbedingt nochmal die Glastür haben. Wir bauen die mal gleich hier ein. Dann bleibt der Blick hier wenigstens gut. Wie kann ich denn hier drehen, ohne die Maus zu benutzen? Weiß das wer? Rückgängig. Hier, schwenken. Punkt und Komma. Yay. So, dann machen wir es jetzt mit Punkt und Komma, denn dann hängt sich das hier nicht ewig so fest. Ah, ich muss nur dran denken. Dann wird alles gut. Ja. Oben müssen wir jetzt rein theoretisch auch noch alles farblich anpassen. Ich klaue mal hier wieder von hier den Boden. Und den packen wir jetzt mal nur hier in den Übergang rein, in unseren Secret Room praktisch, ja. Da nehmen wir einfach mal dasselbe. So. Hier gefällt mir jetzt gerade der Übergang wieder nicht so. Mal gucken, ob wir das komplett überfärben können. Das wäre ganz praktisch. Ne, es wird einfach nur so ein Weiß. Okay, dann brechen wir das einfach mal ab. Ich weiß gar nicht, ob wir das schräge Zeug hier irgendwie nochmal kriegen. War das ein schräges Muster oder ist das... Es ist schon schräg, aber das Muster selber kommt von der Tapete. Ha. Okay, ich versuche einfach nicht in diesen Raum zu gucken. Wenn ich nicht in diesen Raum gucke, wird alles gut. Och Gott, Alter, diese Maus bringt mich hier gerade um. So, da, besser. Das Bad hier oben ist ja auch schon eigentlich recht groß, ne? Das könnten wir rein theoretisch auch ein bisschen kleiner ziehen, wenn wir wissen, dass oben, unten das größere Bad ist. Hier oben haben wir ja nur dieses kleine Zimmerchen. Ist ja an sich dann halb so wild. Ziehen wir das eine Wand kleiner? Ich glaube, es wäre am Ende gar nicht mal so dumm. So. Tada. Vorhin haben wir einfach mal komplett anders die Richtung gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Komische Sache das. Aber an sich gefällt mir das jetzt so besser. Abgesehen davon, dass die Tür jetzt irgendwie draußen gelandet ist und das Fenster sich auch verschoben hat. Aber ansonsten ist alles gut. So, das war gerade irgendwie auch möglich. Ich dachte gerade, hier ist irgendwie ein komischer Boden, weil wir das Stück Wand da sehen. Ha. So, das Badezimmer haben wir hier auch noch null eingefärbt, ne? Also was Boden und so betrifft. Ich sehe jetzt hier auch so schlecht. Nee, ich hasse das, wenn da schon eine Tür drin ist. Dann sieht man einfach gar nichts mehr. Wir könnten jetzt natürlich auch die Färbung von hier unten nehmen. Mal gucken, wie die dazu passt. So weit, so gut. So. Wie passt das? Irgendwie nicht ganz so gut. Die Fliesen sind im Prinzip okay, aber die Wand, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Weil die passt nicht so richtig hier zum Altmodischen. Ich glaube, mit dem Backstein ist das gerade gar nicht so... Okay, das ist sehr urig. Mit dem Backstein fand ich das gerade gar nicht so verkehrt. Aber frag mal, welcher das gerade war. Ach, der war das hier. Ich finde auch den Farbton an sich super. Ich werde das jetzt hier mal komplett weißen. So. Dann ist das hier wirklich ein sehr, sehr heller Ton. Und für was das Rot hier zuständig ist, weiß ich noch nicht so ganz. Ach so, für die Fugen. Na perfekt. Dann lassen wir das mal schön dunkel. Mit dem Rot gehen wir hier noch so ein bisschen ins Braun rein. Dann gefällt mir die Farbe, glaube ich, super. Weil dieser leichte Rotstich gefällt mir richtig gut, weil wir auch das Holz und so gewählt haben. Ich glaube, das passt sehr gut. Ich glaube, das passt gut. Das lassen wir mal so. Gut, was machen wir denn hier für einen Fußboden in die Hütte rein? Ich hätte ja eigentlich gerne einen schrägen Boden. Ich glaube, das lässt das Ganze hier nochmal größer wirken. Und wir gehen auch wieder so in die Farbtöne rein. Vielleicht nehmen wir auch einfach das Grau. Komm, wir versuchen das jetzt mal hier alles in einem Grau zu kredenzen. Wir haben jetzt ein sehr helles Grau. Ich packe das mal auf alles drauf. So, wir können hier auch noch mal ein bisschen drin variieren. So. Okay, das ist ein bisschen sehr hell. Sollen wir eher noch mal ein bisschen ein Connect schaffen? Ja, vielleicht so.
Dann ist das nicht ganz... Obwohl, es gefällt mir nicht. Der Kontrast ist bei den Zweien da irgendwie mehr als bei den anderen. Das taugt mir nicht so ganz. Hä, jetzt ist es auf die Tür gegangen. Ey. So, da haben wir jetzt da mehr die Verbindung. So. Ich glaube, so ist der Kontrast nicht ganz so stark. Doch, das sieht immer auch noch aus wie so ein Streichholz. Oh. Mann, warum komme ich denn hier immer auf die Tür? Kann das hier noch ein bisschen dunkler machen? Okay, jetzt kommen wir dem Ganzen langsam näher. So, aber jetzt sind wir hier fast in so einem Lila drin. Seht ihr das? Gefällt uns so ein Lila? Ich meine, es ist eine Jagdhütte. An sich gefällt uns das Lila nicht. Dann müssen wir mal ein bisschen mehr hier so in die Richtung. So, ich färbe mal hier alles nochmal um, weil das Lila, das taugt mir nicht so ganz. So, wir gehen ja mal ein Müh rüber. Ein Müh. Auch nochmal ein Müh. Oh, ja. Lassen wir es mal so. Ja, es ist weniger lila-stichig als vorher. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Wandfarbentechnisch hätte ich eigentlich auch gerne wieder was Richtung Täfelung. Oder was dem halt schon relativ nahe kommt. Ich glaube, das hier wäre eine super Variante. Wenn wir das Grau jetzt hier raufgezogen bekommen, wäre das, glaube ich, schon echt gut. Obwohl ich es auch nicht schlecht finden würde, wenn sich das vielleicht weiß oder so absetzen würde. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Vor allem der erste Layer hier ist ja da oben. Vielleicht machen wir den einfach weiß. Vielleicht sieht das gar nicht so schlecht aus. Mal gucken. So, und jetzt haben wir hier so eine Art Teppichtapete. Auch eine interessante Farbe. Die auch hier eher so ein bisschen ins Grau spielen lassen oder in irgendeine Farbe. Sieht ein bisschen aus wie ein Pulli. Ich mach das mal so, dann gucken wir uns das jetzt mal hier von der Seite an. Unsere schöne Teppichtapete. Aber ich glaube, wir müssen diesen Streifen wegmachen, ne? Der erinnert mich so an den einen Pulli, den wir haben. Aber ich glaube, komplett grau oder komplett weiß wäre nicht schlecht. Ich kann mich nicht entscheiden. So ein bisschen dunkler. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich mach mal dieses Grau und dann gucken wir uns das einfach mal gesamt an. Mir gefällt es nicht zusammen mit dem Boden, ne? Ich finde, der Boden harmoniert damit einfach nicht. Oh, das ärgert mich gerade. Der Boden harmoniert nicht. Das macht mich traurig. Tada. Ich mache jetzt mal den hier. Und der Boden fliegt raus. weiß nicht, der Boden macht mich nicht glücklich, ne? Ich mache jetzt mal hier alles auf eins, was geht. Und hoffe ich, dass ich hier irgendwie jetzt eine Farbe hinkriege, die mich mehr glücklich macht. Ja, schon besser, aber richtig gut auch noch nicht. Weiß nicht, dieser Boden macht mich total wahnsinnig. Wir schmeißen den Boden wieder raus. Der macht mich nämlich kirre. Sieht jetzt irgendwie auch alles nicht so vielversprechend aus. Gott, was ist das denn? Das verwirrt mich auch alles. Finde ich auch nicht gut. Aber der vielleicht. Der in Grau. Der in Grau, der könnte was wuppen, du. Wir ziehen jetzt mal hier rüber. Machen das mal so ein bisschen dunkler. So, ziehen das hier überall ruf. Schön, schön. Vielleicht müssen wir den auch einfach so richtig dunkel machen. Vielleicht ist das ein Plan. Schaut mal, wir holen jetzt mal die Farbe hier rüber. So, da haben wir schon den ersten Streich. Und der zweite folgt sogleich. So, alle drüber hier. Und schauen wir mal, wie ein dunkler Boden aussieht. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Vielleicht ist es auch einfach nicht die Wandfarbe.
Obwohl es mir jetzt so gesamter eigentlich schon fast besser... Ach. Wisst ihr was? Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr vielleicht anders machen würdet. Und schickt mir einfach mal ein paar Ideen. Ich mache hier an der Stelle erst einmal Schluss. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ciao!